Neueröffnung in Schwetzingen. Little Rockstars, The Kids Store. Baby- und Kindermode von 0 bis 14 Jahren und ausgefallene Accessoires. In der Dreikönigstraße 6 in Schwetzingen. Dieser Tag der Musik. Musik, was bedeutet Musik? Musik ist nicht nur für mich, ich glaube für viele von Ihnen und für alle, die Musik machen, eine Offenbarung. Eine Offenbarung, weil sie nicht nur den Intellekt anspricht, den Verstand, sondern vor allem die Seele und das Herz. Und Musik bedeutet so viel. Sie bedeutet Freude. Pharrell Williams macht uns alle happy mit einem Lied. Die ganze Welt. Roland Merkel, Sie sind der Leiter der Musikschule Schwetzingen und das Parkfest ist ja immer was ganz Besonderes. Das ist schon das 22. diesmal. Genau. Wie traurig sind Sie, dass jetzt die Sonne nicht so scheint? Nun, die Sonne scheint ja im Moment, aber wir hatten halt die Wetterprognosen, dass es regnet. Und bevor wir unser Equipment riskieren, haben wir vorgezogen, dass wir in die Räume gehen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. In den Räumen klingt es besser. Und es ist ein bisschen kuscheliger und ich denke, dass das neue Erfahrungen sind. Allerdings machen wir ja das zum dritten Mal in diesen 22 Jahren in den Räumen und wir lernen von Jahr zu Jahr dazu oder von Mal zu Mal dazu. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine gelungene Sache werden wird heute. Der Auftakt hat ja schon das Orchester gemacht, furios gestartet und das klingt halt in den Räumen wesentlich besser als draußen und man merkt, dass auch hier das Orchester von Jahr zu Jahr besser wird. Lassen wir die Musik sprechen und unterhalten uns nachher, was besser ist drin oder draußen. Ja, die Akustik ist wirklich wesentlich besser. Ich konnte mich gerade eben schon mal bei den Proben davon überzeugen. Aber es soll nicht unbedingt jetzt immer im Schloss stattfinden, denn das Parkfest ist das Parkfest. Das ist richtig. Also wir werden das ist ja ein Wandelkonzert, eine Open-Air-Veranstaltung, die davon lebt, dass man lustwandeln kann im Garten und von Platz zu Platz mit Musik berieselt wird oder sich auch mal fest intensiver an einem Ort aufhalten kann, intensiver hören kann. Diese Konzeption wird so bleiben und wir werden nur im äußersten Notfall in die Räume gehen. Aber wie gesagt, es hat alles seinen Reiz. Wie sehr freuen Sie sich Jahr für Jahr wieder auf dieses Parkfest? Oh, das ist unsere Hauptveranstaltung und da haben wir sehr viel Vorbereitung dafür. Das ist, wie gesagt, ja, das ist so ein kleines Highlight, auch in der Stadt, in der Umgebung. Da kommen viele Menschen und das wollen wir sehr, sehr gut machen. Da identifizieren wir uns auch mit dem Parkfest und das ist unsere Veranstaltung, die fast jeder kennt in der Region. Georg Schmidt-Thomé, Sie sind der Leiter des Sinfonieorchesters der Musikschule Schwetzingen und Sie haben ja auch gerade vorhin die Eröffnung gestaltet mit Ihrem Sinfonieorchester. Was haben Sie denn da gespielt als erstes? Wir haben zunächst die Verdi-Melodien gespielt, die wir seit einem halben Jahr einstudiert haben mit Hits aus Rigoletto, Troubadour und dann haben wir umgewechselt zu Tschaikowski, Schwanensee. Da haben wir also ein großes ein Medley gespielt mit den schönsten Melodien aus diesem Ballett.
Ja, ich glaube, das hat auch den Zuschauern und den Zuhörern sehr gut gefallen. Sag mal, das Sinfonieorchester gibt es ja auch schon etliche Jahre. Ja, das Sinfonieorchester ist sicherlich schon 15 Jahre im Aufbau begriffen. Und es gab dann auch mal eine Pause, als die Musikschule umgebaut wurde. Und ich habe jetzt seit 6 Jahren die Leitung übernommen und freue mich sehr, dass es sich wirklich toll entwickelt, weil immer mehr Musikschüler begeistert mitspielen und das Niveau sich eigentlich von Jahr zu Jahr hebt. Sie sind jetzt schon wie lange dabei? 6 Jahre bin ich dabei und am Anfang kann man sagen, waren vielleicht 1 Dutzend Spieler und vielleicht 20 Aushilfen. Und jetzt sind wir gut 25 Spieler und vielleicht 5 Aushilfen. Das zeigt ja schon, dass es sich wirklich jetzt entwickelt und dass die Jugendlichen merken, es ist keine Pflicht, die sie da Freitagabend absolvieren müssen, sondern es ist Spaß und sie sind mit Freude dabei. Das merkt man, wenn man zuschaut. Und sie sind unwahrscheinlich motiviert. Also der Funke, der ist so toll rübergesprungen, dass ich wirklich aufpassen musste, dass ich die Konzentration nicht vor lauter Begeisterung verliere beim Dirigieren. Seit einem Jahr Blockflöte und es macht mir einen Riesenspaß. Hallo, ich bin der Bernhard, bin 13 Jahre alt und spiele seit 4 Jahren Trompete. Es ist eigentlich ganz cool hier in Schwetzingen. Ja, es macht mir Spaß, Trompete zu spielen. Hallo, ich bin die Nicola, ich bin 11 Jahre alt und spiele seit einem Jahr Gitarre. Es gefällt mir und das Parkfest ist auch ziemlich gut. Soutine, traditionelle Thai-Massagen im Herzen von Schwetzingen. Wir bieten auch Gesichts-, Kopf- und Fußmassagen.